Einen wunderschönen guten Abend. Wir würden ganz gerne schon mal anfangen. Mein Gäste sitzt noch im Taxi. Ich hoffe, dass er trocken ist. Ich hatte sozusagen über 5 Minuten, nachdem ich angekommen bin, hat angefangen zu regnen. Von daher. Okay. Das habe ich sonst hier nicht. Das ist neu. Ja, wir wollen einen weiteren Baustein unseres Antrags in der WVV sozusagen jetzt unterfüttern. Sie wissen, dass wir schon vor einer ganzen Weile als Bezirksamt den Antrag der WVV bekommen haben, dass wir uns um die Legalisierung von Cannabis kümmern sollen. Ich sage das mal so ganz locker, weil ich glaube auch, dass einige um uns herum und auch in der BVV dachten, naja, das ist ja kein Problem, da schreibt man dann mal einen kleinen Antrag und dann gucken wir mal und innerhalb von ein paar Monaten ist es dann erledigt und dann ist es legal und das ist alles toll. So ist es natürlich nicht. In der Bundesrepublik haben wir noch nicht so viel Übung für derlei Anträge. Der letzte, glaube ich, in der Größenordnung ist jetzt wie viele Jahre her? 16, 17 Jahre, also schon eine ganze Weile. Ich bin ein bisschen naiv rangegangen, das gebe ich auch zu. Ich dachte, naja, wir verkaufen das und dann nicht verkaufen, sondern das ist ja auch unser Ziel unter dem Aspekt Jugendschutz, Verbraucherschutz, Gesundheitsschutz. Das müsste doch dann einfach zu machen sein. Die Rechtsexperten, die mit mir dann schon gleich am Anfang gesprochen haben, haben gesagt, Hermann, das könnte ein bisschen komplizierter werden. Da wird wohl doch eher ein Modellprojekt draus werden. Da muss man dann die Professoren mal hören und die Mediziner mal hören und das ist sehr komplex. Deswegen hat es auch so lange gedauert, weil wir sind tatsächlich in vielen Runden in der Vorarbeit gewesen. Da möchte ich denjenigen, die das gemacht haben, auch nochmal sehr herzlich danken. Die haben viele Sitzungen gehabt und haben sich den Kopf zerbrochen, mit wem man da diskutiert, haben selber sehr intensiv diskutiert, haben sich auch angenähert, haben sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch wieder entfernt. Aber nichtsdestotrotz, denke ich, sind wir da auch erstmal in den ersten Schritten schon auf einem ganz guten Weg. Auf der Homepage des Bezirksamtes haben wir Ihnen die Möglichkeit gegeben, dass Sie, haben wir schon gegeben? Ist da, oder nicht? Ist da, genau. Das heißt, da werden Sie dann die einzelnen Schritte, wo wir uns befinden, nachvollziehen können, weil wir wollen es sehr wohl sehr transparent gestalten. Heute geht es um die rechtlichen Fragen. Mit meinem kleinen Statement anfangs wollte ich Ihnen schon deutlich machen, das ist eine sehr, sehr, sehr komplexe Thematik. Was aber sehr beeindruckend ist, muss ich wirklich sagen, ich hätte nicht erwartet, dass wir in der BVV damals darüber diskutiert haben, dass das eine solche weltweite, und das kann ich wirklich sagen, Welle macht. Es ist sehr erstaunlich, wo wir überall Interviewanfragen bekommen haben und weitere Anfragen, also das kann man wirklich sagen, weltweit. Das finde ich gut, weil das ist ein gutes Zeichen. Sie wissen auch, dass es schon in vielen Ländern in der unterschiedlichen Form Legalisierung gibt. Sie wissen auch sicherlich, dass sowohl die Richter, also die Justiz, wie auch die Polizei inzwischen stark auf dem Weg ist zu sagen, so wie es jetzt gehandhabt wird mit Kriminalisierung und polizeilicher Verfolgung, das kann nicht das Ziel sein. Wir müssen eine andere Drogenpolitik machen. Das hört man also auch schon aus diesen Kreisen, nicht nur aus den üblich verdächtigen Kreisen. Und ich denke, das ist ein ganz gutes Zeichen. Ich hoffe, dass ich heute ganz viel verstehe, weil ich bin nur Politologe, aber ich glaube, das werden wir gemeinsam schaffen. Wir werden kleine Statements eingangs hören und dann bitte ich Sie auch zu fragen, weil es ist auch eine Anhörung. Das heißt, es geht auch darum, dass wir uns dem Ganzen annähern und wir dann auch herausfinden zu können, okay, was ist der wahrscheinlichste Weg, den wir gehen sollten. Und das ist wichtig und ich freue mich sehr, das Taxi ist immer noch nicht da. Ja, wir fangen trotzdem schon an. Und ich übergebe dann an Herrn Schemmel. Herr Schemmel ist Mitglied des Gesundheits- und Inklusionsausschusses der BVV, ist damit auch Mitglied der BVV und ist Antragsteller des Antrages, der uns also gesagt hat, so und jetzt los.
Sehr herzlichen Dank, Jonas. Ich übergebe dir das Wort zur weiteren Vorstellung des Podiums. Auf einen schönen Abend miteinander. Dankeschön. Genau, vielen Dank, Monika. Da brauche ich zu meiner Person auch gar nicht mehr viel sagen. Ich bin also einer von denjenigen, die den Antrag gestellt haben, dass ein Antrag gestellt worden ist. Ja, auch für mich ist das ungewohnt, dass der Deutschlandfunk mir das Mikrofon hält. Genau, also schön, dass so viele da sind, trotz des furchtbaren Wetters. Ich freue mich auch auf einen sehr interessanten Abend und ich freue mich sehr, dass wir erfahrene und gute Juristen gewinnen konnten für diese Diskussionsveranstaltung, beziehungsweise ist ja eher eine Anhörungsveranstaltung. Kurz vorweg, Herr Chaya war auch eingeladen und er lässt sich entschuldigen, weil er terminlich diesen Termin hier nicht wahrnehmen kann. Das soll uns aber nicht abhalten, denn wir haben trotzdem tolle Gäste, von denen immerhin einer schon mal da ist. Ich darf vorstellen, Professor Dr. Gassner von der Universität Augsburg. Herr Gassner ist unter anderem ein Experte im Medizinrecht, kennt sich gut im Betäubungsmittelgesetz aus und er ist aufgefallen, weil er in der Legal Tribune Online, das ist eine Online-Zeitung für Rechtswissenschaften, die aber auch Laien verstehen. Also man merkt, Leute wie Sie schreiben da so, dass Leute wie ich das auch begreifen. Genau. Das heißt also, da kann man regelmäßig auch gerade so zu politisch aktuellen Themen Dinge nachlesen. Und dort hat sich Herr Gassner darüber geäußert, dass es ja durchaus schon ein interessantes Projekt sei und es überhaupt interessant wäre, die Rolle des zuständigen Bundesinstitutes zu beleuchten, dass er am Ende diesen Antrag dann bescheinigen oder eben nicht bescheinigen soll. Und im Übrigen auch die spannende Frage ist, wie man genau eigentlich ein wissenschaftliches oder anderes öffentliches Interesse begründet. Denn genau das muss man ja tun. Also ich sage das noch einmal kurz, im Betäubungsmittelgesetz gibt es ein § 3, da kann man Ausnahmegenehmigungen beantragen vom generellen Verkehrsverbot für ein Betäubungsmittel. Aber dafür muss man eben das wissenschaftliche oder andere öffentliche Interesse darlegen. Bevor ich Ihnen also nur das Wort gebe, noch kurz, ich stelle Herrn Professor Dr. Nestler jetzt erstmal noch nicht vor. Wie gesagt, sein Flug hatte Verspätung, er ist Professor für Straf- und Strafprozessrecht an der Universität Köln. Der kommt, sobald er kann. Ich denke mal, es wird sich nur um Minuten handeln. Und kurz zum Ablauf würde ich das auch gerne noch einmal sagen. Wir würden vorschlagen, erstmal ein Eingangsstatement zu hören. Ich stelle mehr so eine generelle Frage gleich an Sie und dann würde ich es auch gleich aufmachen, würde Gelegenheit geben, gleich Nachfragen zu stellen zu diesem Thema und dasselbe dann bei Herrn Nestler auch zu machen, also auch eben Gelegenheit für ein Eingangsstatement zu geben. Dann gleich die Gelegenheit für Nachfragen und am Ende nochmal eine große Runde aufzumachen, wo dann quasi kreuz und quer nachgefragt werden kann. Und dann würde ich sagen, könnten wir, jetzt ist es ungefähr 19.20 Uhr, so gegen 21.15 Uhr, 21.20 Uhr, also etwa nach 2 Stunden ungefähr fertig sein. Es sei denn, es gibt noch die drängendsten Fragen, aber das werden wir dann sehen. Sind alle so damit einverstanden? Das sieht gut aus. Gut, Herr Gassner, dann habe ich jetzt genug geredet. Noch einmal schön, dass Sie da sind. Und jetzt, was genau würde, das würde uns als allererstes interessieren, was genau ist denn das wissenschaftliche oder andere öffentliche Interesse, was kann es sein und was können wir zum Beispiel aus einem der bereits gestellten Antrag aus Schleswig-Holstein aus dem Jahr 1997 vielleicht darüber lernen. Ja, vielen Dank, Herr Schemmler, für Ihre einleitenden, freundlichen Worte. Ihre Fragen induzieren gewissermaßen schon ein 2-stündiges Referat, das ich gewiss nicht halten möchte, sondern ich möchte mich auf die wesentlichen Fragen konzentrieren. Ich schicke auch voraus, als Betäubungsmittelrechtler würde ich mich möglicherweise nicht bezeichnen. Ich habe mich zum ersten Mal mit der Materie beschäftigt, als Legal Tribune Online in dieser Sache auf mich zukam. Von Haus aus bin ich eher Arzneimittelrechtler, aber auch Verfassungsrechtler. Und das Verfassungsrecht wird hier in dem Kontext auch eine ganz gewichtige Rolle spielen. Daneben bin ich natürlich auch Verwaltungsrechtler und kenne mich mit Genehmigungsverfahren vielfältiger Art doch relativ genau aus. Tja, wie setzen wir an? Sie haben jetzt eigentlich schon, Herr Schemmel, die Hürden übersprungen, die ich so als erste sehen würde.
klang schon von meiner Frau Bezirksbürgermeisterin in ihrer Eingangsansprache an, es ist nicht einfach. Und das wirklich Problematische sind sozusagen die harten Hürden, wo also das BfArM, das ist die Genehmigungsbehörde, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, genauer gesagt die Opiumstelle, ja, so heißt die noch, und tja, die können also, ich sag's mal vereinfacht, weil auch viele Nicht-Juristen zugegen sind, jetzt sagen, im Wesentlichen aus zwei Gründen, weil, so heißt es im Gesetz, die Sicherheit oder Kontrolle des Betäubungsmittelsverkehrs nicht gewährleistet ist, erstens, und zweitens, also eine Missbrauchsgefahr befürchtet wird. Ja, also das Ziel ist, diese beiden Hürden in dem Antrag zu überwinden. Und dann kommen wir erst, wenn wir diese beiden Schwellen überschritten haben, sozusagen die Ebene der Abwägung des Ermessens. Da spielt dann die Frage eine Rolle, ist das Projekt denn jetzt von hehrer Wissenschaft getragen oder verfolgt es andere öffentliche Zwecke, die das Gesetz für möglich hält, wohlgemerkt als Ausnahme. Also die Grundlage nochmal ist das Verbot, das betrifft also sämtliche Erscheinungsformen des Cannabis-Vertriebs vom Import bis zum Handelsverständnis, aber auch zur Abgabe und dem sonstigen in den Verkehr bringen. Und innerhalb eines solchen Modellvorhabens wurde ja Cannabis in den Verkehr gebracht. Also das ist die Grundaussage des Gesetzes und die Frage ist dann in der Tat, Schimmel hat es erwähnt, kommen wir in die Ausnahme. Aber vorher, ich betone jetzt nochmal diese beiden Hürden. Und zu diesen beiden Hürden ist auch schon einiges gesagt worden, am meisten eigentlich in einem Ablehnungsbescheid. Es ist also faktisch tatsächlich so, es gibt kein einziges Modellvorhaben, das, und das gilt auch für andere, Betäubungsmittel, so wie es das jetzt formuliert, das genehmigt wurde. Und es war ein Cannabis-Projekt des Landes Schleswig-Holstein, das da abgelehnt wurde, aus verschiedenen Gründen, aber unter anderem auch deshalb, weil eben Sicherheit und Kontrolle des Betäubungsmittelverkehrs nicht gewährleistet war. Was heißt das? Das heißt, dass gerügt wurde, dass die Konsumenten, die Abnehmer innerhalb dieses Modellvorhabens eben mit dem Stoff machen konnten, was sie wollten. Also die wurden nicht kontrolliert. Und eigentlich ist es so ein Ziel des Gesetzes und das konstituiert, also das führt dann einfach zu einer Hürde, die das BfArM, die Genehmigungsbehörde, ermächtigt, den Antrag abzulehnen. Und das ist natürlich schwierig, darüber können wir uns vielleicht noch im Anschluss unterhalten, wie man diese Hürde überwinden kann. Die zweite Hürde ist zu sagen, naja, also wir müssen so weit wie möglich den Missbrauch von Drogen ausschließen und auch, wir dürfen auch nicht zur Betäubungsmittelabhängigkeit beitragen. So weit wie möglich, das ist natürlich ein bisschen dehnbar. Ja, aber dann unterbreche ich kurz. Schönen guten Abend. Ja, mache ich letzte Frage. Irgendwie Begrüßung auch später. Ja, also das wären so die beiden Punkte, die man bei der Antragstellung mal ganz grob zu beachten hat. Und ich stelle das jetzt nur einmal, würde ich sagen, sozusagen in den Grundlagen dar. Das waren also die beiden Hürden, über die wir natürlich noch in der Folge sprechen wollen, aber ich möchte jetzt nicht alles vorwegnehmen. So viel kann man vielleicht insbesondere die juristischen Laien und Laien unter Ihnen nicht aufnehmen, sodass ich tatsächlich dann auf die zweite Ebene komme, nämlich die Überlegung, ja, wie ist das, wenn wir jetzt diese Hürden überwunden haben, dann ist der Antragsteller, also der Bezirk im Zweifel, der darf einen Antrag stellen, das ist absolut geklärt.
muss der Bezirk sozusagen einen wissenschaftlichen Zweck oder einen anderen öffentlichen Zweck nachweisen. Wobei also dieser wissenschaftliche Zweck natürlich sozusagen in sich selbst bereits ein öffentlicher Zweck ist, aber es wird eben besonders vom Gesetz hervorgehoben. Warum? Weil, und das ist schon mal meine Kritik an den bisherigen Ablehnungen, die mir bekannt sind, und auch an den kritischen Gerichtsurteilen, weil hier der Rang der Wissenschaftsfreiheit nicht ausreichend beachtet wurde. Die Idee, die dahinter steckt, ist schlicht, dass das Verfassungsrecht über dem einfachen Gesetzesrecht steht. Und das ist eine Vorstellung, die kann man in diesen Ablehnungsbescheiden eigentlich nirgendwo erkennen. Es war auch so, dass zum Beispiel das Verwaltungsgericht Berlin, als es noch zuständig war, inzwischen ist das Verwaltungsgericht Köln für solche Sachen zuständig, also das Verwaltungsgericht Berlin hat das gerügt in einem anderen Projekt, da ging es nicht um Cannabis, das war ein Projekt der Stadt Frankfurt, glaube ich, da ging es um die Abgabe von Diamorphin. Trotzdem, der Grundgedanke ist derselbe. Die Idee ist zu sagen, die Verwaltung hat eben die Wissenschaftsfreiheit zu beachten. Und das ist nicht bloß so ein leeres Wort oder etwas, was eben nur auf dem Papier Bedeutung hat, sondern man muss sich klar machen, Wissenschaftsfreiheit ist prinzipiell ohne Grenzen garantiert. Das heißt, Wissenschaftsfreiheit kann nur eingeschränkt werden, wenn es gleichrangige Verfassungsgüter gibt, die in der Lage sind, die Wissenschaftsfreiheit eben zu beschränken. Und genau das wird eben beiseite geschoben, wenn man hier einfach sozusagen nur diesen Gesetzestext des Betäubungsmittelgesetzes, sozusagen geboren aus dem Gedanken der Restriktion, anwendet und sich da nicht vertieftere Gedanken macht. So, das ist die eine Sache. Die andere Sache, wir reden jetzt sozusagen von dem Wissenschaftserfordernis, ist natürlich so, dass es sich erstmal um Wissenschaft handeln muss. Und das macht schon einmal eine große Schwierigkeit aus, einen Antrag wissenschaftlich zu formulieren. Irgend so ein Genehmigungsantrag, ein Bauantrag oder so etwas? Nein, es muss Wissenschaft sein. Und Wissenschaft, sagt das Bundesverfassungsgericht, ist alles, was nach Inhalt und Form als ernsthafter, planmäßiger Versuch zur Ermittlung der Wahrheit anzusehen ist. Auch das sagt uns noch nicht viel, aber im Kern bedeutet das, dass die Verwaltung eben kein Wissenschaftsschiedsrichtertum betreiben darf. Das heißt also, die dürfen eigentlich nicht, sofern sie eben im Rahmen des Betäubungsmittelgesetzes sich bewegen, die Ziele des Forschungsvorhabens beurteilen. Es darf nur etwas stattfinden, was qualifizierte Plausibilitätskontrolle hat. Das heißt, es findet also keine Vollkontrolle statt, sondern nur eine beschränkte Kontrolle. Das ist auch so in einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts von 1994 festgelegt worden. Übrigens im Zusammenhang, das wird jetzt nicht viele begeistern, aber ich sage es trotzdem, im Zusammenhang mit Tierversuchen. Es wird inzwischen ein bisschen anders gesehen, nachdem Tierschutz im Grundgesetz verankert wurde. Aber im Kern hält das Bundesverfassungsgericht, insbesondere auch das Bundesverfassungsgericht, das ja jüngst auch, glaube ich, am 14. Januar diesen Jahres war, über die Zulässigkeit von Tierversuchen entschieden hat, diese Vorstellung aufrecht. Das heißt, zunächst mal hat der Wissenschaftler ein Prä, was die Einschätzung der wissenschaftlichen Bedeutung des Versuchszwecks angeht. Ja, das heißt also, die Behörde kann nur eine Plausibilitätskontrolle machen, das heißt, sie kann zum Beispiel eben nicht sagen, dieser Versuch ist unsinnig, wir schätzen das ganz anders ein, und sie kann auch nicht sagen, das ist schon längst erforscht, studiert mal ordentlich in der Literatur, da gab es schon ein einschlägiges Projekt, in Colorado, USA oder sonst wo. Also das darf die Behörde nicht
Und der Antragsteller muss auch keine Forschungslücke nachweisen. Also nicht sagen, das ist noch Terra incognita, völlig unerforschtes Terrain, da müssen wir was machen. Das ist gar nicht notwendig. Um es nochmal anders zu formulieren und nochmal ein bisschen konkreter. Also was da sein muss, ist natürlich ein wissenschaftlicher Ansatz, versuch's mal positiv, das muss schon da sein. Das darf die Genehmigungsbehörde und natürlich dann auch das Gericht kontrollieren. Es müssen fachlich kompetente Personen sein, die den wissenschaftlichen Versuch gestalten. Es muss darüber hinaus eine Verlaufskontrolle stattfinden. Das heißt also, es muss auch so ein Ausstiegsmodus vorgesehen werden, für den Fall, dass so ein Zwischenergebnis ergibt, dass der Versuch eben bringt oder dass die Grundannahmen gänzlich falsch sind. Des Weiteren muss auch eine Revisibilität gegeben sein. Das heißt also, die Ausgangsbedingungen vor dem Versuch müssen hergestellt werden können. Das hört sich jetzt relativ restriktiv an, ist aber auch von der Kommentarliteratur so gesehen. Das heißt also, trotz dieser starken Garantie der Wissenschaftsfreiheit findet doch ein bisschen mehr statt als die förmliche Prüfung. So, jetzt machen wir mal einen Punkt. Das war schon ein bisschen viel auf einmal, richtig? Ja, also ich kann. Ja, also genau, also zunächst natürlich begrüßen wir erstmal Professor Dr. Nestler, schön, dass Sie jetzt auch da sind. Das war höhere Gewalt, da kann ich nichts dafür. Ich habe ihn eben schon kurz vorgestellt, also Professor für Straf- und Strafprozessrecht ist heute auch hier erschienen, um uns Rede und Antwort zu stellen für die rechtlichen Fragen, die wir gerne noch mehr beleuchtet haben wollten, kurz zu Ihrer Information. Wir hatten das so abgesprochen, dass wir erstmal nach dem Eingangsstatement schon mal die Gelegenheit für Nachfragen geben und dann würden Sie die Gelegenheit im Eingangsstatement bekommen und wieder nachfragen und dann würden wir das Ganze nochmal aufmachen und dann kann man quasi beide Experten fragen. Gut. Ich habe jetzt bisher noch keine Meldung für Nachfragen. Doch, jetzt geht's los. Super. Alle gleichzeitig, dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal von rechts nach links von mir aus. Eins,